Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage im All-Inclusive-Paket von OE24 Solar. Mit Gratislieferung und Montage. Sie haben ein Haus? Wir installieren Ihnen Ihre Photovoltaikanlage zum garantierten Fixpreis. Schnell, günstig und unkompliziert. Gleich bestellen unter www.oe24solar.at. Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Auf OE24 TV. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei Fellner Live auf OE24 TV. Sie wissen, wenn wir hier im Studio sitzen und eine Duellsituation geschaffen haben, dann wird das ein heißer Abend werden. Das liegt nicht nur daran, dass es draußen Sommer ist. Nein, das liegt heute hier an meinen beiden Diskutanten, die den Weg ins Studio gefunden haben. Ganz herzlich willkommen im Studio der Grüne Gemeinderat Hans Arsenovic. Danke für den guten Abend. Hallo. Und auf der anderen Seite Leo Lugner, Pressesprecher von der FPÖ. Guten Abend. Hallo. Es gibt einiges, über das man derzeit in Wien spricht. Und da müssen wir wirklich ein bisschen auf die Bundeshauptstadt zu sprechen kommen. Das sind die Bandenkriege, die für unglaublich viel Unsicherheitsgefühl bei der Bevölkerung sorgen. Viele Menschen ärgern sich auch gewaltig drüber, weil die Situation so außer Rand und Band läuft. Und die meisten fragen sich, wo soll das Ganze denn eigentlich noch hinführen? Eigentlich ist ja das Thema Migration und gescheiterte Integration ein Hausthema der FPÖ. Aber mittlerweile erlebt sie ja mehr und mehr Zuströmung, auch von Wählern, die gar nicht bei der FPÖ dabei sind, weil die einfach sagen, die Situation ist nicht mehr tragbar. Stimmt das, Herr Lugner? Ja, völlig richtig. Auch von, Migranten, die schon länger in Wien sind, jetzt nicht nur serbischen Ursprungs, die ja schon länger freiheitlich wählen, sondern mittlerweile auch viele Türken, die gut integriert sind, die hier einem Job nachgehen, die eine Firma haben. Unlängst bin ich mit einem Taxifahrer gefahren, der Angst um seine Tochter hat, wenn sie auf der Straße rausgeht. Er selbst wird angepöbelt. Genauso eben türkische Unternehmer, die angepöbelt werden von Afghanen, von Syrern. Da verlagert sich ja auch der Konflikt zwischen Türken und Syrern nach Österreich. Es war ja so, dass auch die Türkei von syrischen Flüchtlingen überrannt wurde und dort noch schlimmere Bilder waren als in Wien mit Vergewaltigungen und die Türken dann auch teilweise selbst Justiz in der Türkei betrieben haben und die Syrer aus diesem Grund auch einen enormen Hass auf Türken haben. Es kommt ja selbst der linke Falter-Journalist Klenk ist ja jetzt Zeuge geworden, wo ein junger Syrer, ein Flüchtling, einem türkischen Mädchen, wahrscheinlich türkischen Mädchen, das Gesicht einfach grundlos aufgeschlitzt hat. Nach dem Fußballspiel, einem türkischen Fußballspiel, hat man gesehen, wie junge syrische Flüchtlinge türkische Mädchen attackieren in Wien. Also es ist so, dass mittlerweile diese Flüchtlingswelle von 2015 Wien in eine völlige unsichere Bandenkriminalitätszukunft gestürzt hat. Und da ist das Versagen ganz klar bei der Wiener Stadtregierung, aber auch bei der ÖVP, die hier den Innenminister immer gestellt hat, immer in der Bundesregierung war und nichts dagegen unternommen hat. Dass die Grünen damit für verantwortlich sind, das wissen wir eh. Das ist eh bekannt, aber dass jetzt hier vor allem gerade der Bürgermeister Ludwig über Sicherheit schwadroniert, ist völlig unglaubwürdig. Er ist dafür verantwortlich, dass es in Wien so zugeht. Die Grünen lassen Sie mit raus in der Verantwortung? Oder mit nein, natürlich, nein, habe ich eh mit reingenommen, die Verantwortung. Aber das war es eh jeder. Das war ja die größten Teddybären-Schmeißer. Die Grünen sind verantwortlich, was den Innenminister wahrscheinlich gestellt hat. Nein, das war die FPÖ, Entschuldigung. Ein Jahr, da konnte man dem einen Jahr nichts machen. Ein Jahr war es nur, okay. Na, ernsthaft, das Thema ist ernst. Und ich meine, ich bin bei 68, ich heiße Arsenovic, ich habe einen Witsch am Schluss, also ich glaube, ich kann über das Thema gut mitreden. Ich bin in Floisdorf aufgewachsen. Jugendbanden ist ein Phänomen von Großstädten, das muss man mal so stehen lassen. Auch in den 80er Jahren, wenn man da in die Großwertsiedlung reingefahren ist, hat es das gegeben, könnt ihr mal glauben. Ich habe eine Vespa gehabt und das hat schon gereicht, um Hiebe zu kriegen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt wieder Ausmaß erreicht, das wir nicht akzeptieren können. Und es kann keine Kommune, kein Staat, kann das akzeptieren. Das geht einfach nicht. Ja. Und alles, was das Strafrecht hergibt, müssen wir jetzt dagegen tun. Fertig, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ich möchte das nicht aber in eine Diskussion bringen, die von der FPÖ heute dann aufgeführt wird, alle Ausländer sind jetzt die Bösen oder diese Ausländer das sind die Bösen. Das tun wir nicht. Die Tschetschenen sind die Bösen und die Syrer sind die Bösen. Ja, die Jugos sind mittlerweile schon die Guten, waren damals die Bösen. Ich weiß genau, von was ich rede. Jetzt sind die Syrer und die Tschetschenen die Bösen im FPÖ-Sprech. Und vor dem möchte ich warnen, weil ich kenne sehr, sehr viele anständige Menschen, die versuchen hier zu leben, zu arbeiten, ihre Kinder großzuziehen, das Beste für ihre Kinder. Und die leiden natürlich darunter, dass es ein paar Wahnsinnige gibt, die
die solche Sachen aufführen. Und da sind wir uns ja einer Meinung, dass das auf gar keinen Fall tolerierbar ist und dass man da auch mit aller Härte des Gesetzes dagegen vorgehen muss. Mit aller Härte des Gesetzes, da muss ich jetzt einhaken und möchte schon einmal in eine Grundsatzdebatte gehen und hier ganz klar sagen, ein Staat, die Republik Österreich, hat das Zusammenleben der Menschen in Österreich zu organisieren. Und auch dementsprechend, wenn Straftäter in Österreich, wenn Leute straffällig werden, dass sie auch dementsprechend bestraft werden. Es ist aber mittlerweile so, dass dieses Zusammenleben von dem Staat nicht mehr ordentlich organisiert wird. Der Staat versagt bis zu einem gewissen Grad und das ist schon die Verantwortung der ÖVP, der SPÖ und auch ein wenig der Grünen, die natürlich immer jetzt kurz in Regierungsverantwortung, nur die letzten 5 Jahre, ÖVP und SPÖ die letzten Jahrzehnte in der Regierungsverantwortung, die das Strafrecht so weit gebracht haben, das Zuwanderungsrecht so weit gebracht haben, dass hier in Österreich mittlerweile Straftäter nicht mehr ordentlich verfolgt werden. Und da muss man schon den Grünen sagen, euch war es immer nur wichtig, Meinungsdelikte zu verfolgen, wenn irgendwann im Internet am Blödsinn sagt, da kommt dann die ganze Staatsgewalt auf den zu spüren. In Deutschland sieht man es, da werden mittlerweile Medien von den Grünen verboten und von den Linken verboten. Die Grünen sitzen in der Bundesregierung, das ist selbstverständlich. Und wenn es wirklich um Straftäter geht, gibt es keine Konsequenzen. Ich möchte als Beispiel noch ein Land nehmen, da ist auch nicht alles gut, aber beispielsweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ein reines Zuwanderungsland, wo die Leute aus der ganzen Welt kommen, verschiedenste Kulturen. Dort ist überhaupt niemand kriminell und wenn einer kriminell wird, wird er sofort außer Landes gebracht und hat ein lebenslanges Einreiseverbot. Und solche Dinge hätte man in Österreich auch schon längst umsetzen müssen. Wir haben das immer gefordert, wir wollten das umsetzen, auch einmal kurz in der Regierung. Das Problem ist, es ist immer an den anderen gescheitert, die genau das nicht wollten, weil sie dieses Chaos, was wir jetzt auf Wiens Straßen haben wollen und dieses Rumschwadronieren von Sicherheit von der linken Seite, ist unglaubwürdig und lächerlich. Okay, ich bin nicht unglaubwürdig, ich bin nicht lächerlich, ich meine das ernst, wenn ich das so sage. Also ganz ernst, ja, ich finde, bin ich bei dir, ein Staat kann sich das nicht gefallen lassen, das wäre mal Strafrecht, aber ich mache es schon ein bisschen leicht auch, ja, weil das anzuprangern und selbst in der Regierung gewesen sein und selbst Innenminister gewesen sein, nämlich genau für das verantwortlich. Es wird jetzt enttäuscht, es hat noch nie eine grüne Innenministerin oder was gegeben, aber der Kickl war Innenminister. Und dann frage ich mich, wieso habt ihr es nicht getan? Ihr wart in 2 Regierungen, es war eurer Verantwortung mit den Schwarzen, ihr hättet es ja tun können, ihr habt es nicht gemacht. Und jetzt setzt euch da hin und sagt, der Staat hat versagt. Ja, ihr habt versagt, ihr wart der Staat. Nein, ihr wart wir waren genau ein Jahr und dann hat es einen Putsch gegeben, dass wissen wir alle, und die Freiheitlichen wurden aber der große Flüchtlingsstrom und die große Unsicherheit ist schon erst 2015 gekommen. Ihr wart in Verantwortung und habt endlich hert sein können, was ihr könnt. Ja, und wir haben es umsetzen wollen, es war im Regierungsprogramm und wir wurden aus der Regierung geputscht. Das genauso war. Genauso war es. Genauso war es. Dass wir das nicht umsetzen können. Ich weiß, das ist ein Trauma für euch, aber es hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts mit den Grünen zu tun. Wirklich, wir waren noch nie Innenminister. Und deswegen finde ich das, nichtsdestotrotz, um wieder ernsthaft zu sein, klar, man muss da was tun. Und da sind sich, glaube ich, alle einig, dass man sagt, da werden Grenzen überschritten. Und wir können als Staat uns das nicht gefallen lassen, können nicht zulassen, dass diese Grenzen überschritten werden. Punkt. Aber meine Herren, da sitzen jetzt einige Zuschauer zu Hause und das, was gerade hier gelaufen ist, die sagen sich, klar, die Politiker, die schieben sich gegenseitig da hier den schwarzen Peter zu, so quasi bei wem er dann hängen bleibt, da wo die Moderatorin dazwischen geht, der hat ihn dann und hat verloren quasi in der Diskussion. Politische da muss man aber jetzt dann schon fragen, Herr Arsenovic, was stellen Sie sich denn vor? Wir haben jetzt einmal die Geschichte, wie sie ist, der Kasi ist bissen, wie man so schön sagt. Ja. Was tun wir jetzt, damit die Situation wieder besser wird? Wir können jetzt lange darüber reden, welcher Innenminister Schuld dran hatte, welche Regierung Schuld dran war, waren es die Grünen, waren es die Blauen, waren es die Roten? Ich möchte es nur klarstellen, weil natürlich von der Seite sofort kommt, die Grünen sind schuld. Aber was ist denn Ihrer Ansicht nach gerade zum Beispiel hier in Wien wichtig, damit Sie sagen, so können wir Wien wieder nach vorne bringen, das könnte ein Beispiel für ganz Österreich sein, damit eine Integration, die lange schiefgelaufen ist, jetzt vielleicht endlich in richtige Bahnen gelenkt ist? Was sind da Ihre Ideen? Ich möchte nur eins dazu sagen, um das auch klarzustellen, viele Sachen laufen auch gut. Viele Sachen. Wien lebt auch von dieser Vielfalt, die letzten 150 Jahren. Wir sind ein Zuwanderungsstaat seit 1850. Jeder von uns hat irgendwelche Vorfahren, die von irgendwo kommen. Und das hat auch die Stadt bereichert. Ja. Es ist auch vieles Gutes passiert. Das, was nicht Gutes passiert, und da muss man das wirklich auch beim Namen nennen. Vielleicht, da muss ich jetzt
unserer Partei vielleicht auch mich selbst ein bisschen kritisieren, dass wir uns das schwer getan haben, das vielleicht auch rechtzeitig und klar beim Namen zu nennen, dass man nicht eine Toleranz mit Intoleranten zum Beispiel zeigt. Aber ein Thema ist das, was wir jetzt haben, ist das Strafrecht. Okay, diese Bandenkriminalität, okay, da gibt es ja Polizei, da gibt es ja Innenministerium, da muss man mit aller Härte des Gesetzes, da sind wir einig, dagegen vorgehen. Aber was im Vorfeld schon nicht passiert ist oder besser passieren müsste, ist dieses ganze Integration- und Migrationsthema. Ein Thema, das mich zum Beispiel am meisten ärgert, ich komme ja auch aus der Wirtschaftskammer, wir haben die Notwendigkeit von Fachkräften aus dem Ausland zu holen. Wir haben es als Wirtschaft, wir würden als Wirtschaft nicht überleben können, wenn wir das nicht hätten. Aber was wir nicht können oder nur ganz schwer können, wir können nicht sagen, dass jemand zu Hause auf die Botschaft geht und sagt, okay, er möchte legal um Migration ansuchen, er möchte nach Österreich einreisen, er möchte arbeiten gehen und dass wir sagen können, so wie die Neuseeländer und die Kanadier, aber wir hätten gern diese Skills, wir hätten gern diese Sprachen. Bandenkriminalität lösen, nein, indem man Fachkräfte schon, Menschen, die hier einen Arbeitsplatz haben, die Menschen, die hier Familie aufbauen, die eine Wohnung haben, die ein Leben haben, für das es sich lohnt zu leben, die kommen nicht in eine Bande. Es sind ja die unglücklich sind mit ihrem Leben, die dem man nicht geschafft haben, eine Schulausbildung gescheiter zu kriegen, eine Arbeitsausbildung Es sind sehr oft Leute, die gar nicht in einem normalen Prozess integrierbar sind. Wir haben das 2015 gesagt, da kommen Leute aus Kriegsgebieten, die fernab unserer Kultur sind, die gar nicht in unser Gesellschaftssystem integrierbar sind. Die Grünen haben damals Teddybären geschmissen, haben geklatscht und haben gesagt, uns erklärt, da kommen lauter Wissenschaftler und hochintelligente Menschen. Ja, da sind wir jetzt auf den Straßen Wiens, wie hochintelligent die sind, die Messerstecher. Ich bin selbst seit 20 Jahren zum Beispiel bei einem Fußballverein aktiv, bei der Wiener Viktoria. Wir haben 51 Nationen, wir sind im 12. in Meidling, es ist der Schöpfwerk dort. Keine leichte Gegend, um das jetzt so zu sagen. Trotzdem gelingt es uns, in dem Fall mit Fußballtraining, mit einer Aufgabe für die jungen Menschen, für die 15-, 16-Jährigen, dass sie Aufgabe haben, dass sie über den Sport integriert werden. Also, und das ist nur ein Projekt. Und natürlich müssen wir auch solche Projekte forcieren zum Beispiel. Diese Projekte gibt es alle. Es wird in Wien extrem viel Geld für Integration, für irgendwelche Vereine, Millionen, also viel Millionen, ihr vielleicht nicht, aber andere Vereine werden mit Millionen zugeschüttet in Wien. Diese Probleme, diese Themen werden das Problem nicht lösen. Ich glaube, oder wir Freie sagen da ganz klar, nur eine Reform des Strafrechts, des Zuwanderungsrechts und auch ganz konsequente Abschiebungen von straffällig gewordenen Nicht-Österreichern. Nur so kann man das Problem lösen. Aber Reform des Strafrechts ist, dass bei einer Körperverletzung man nicht sofort bedingt rausgeht. Beispielsweise jetzt ein Beispiel, ihr habt es groß berichtet bei Ö24, der Vorfall in einem Wiener Supermarkt in Meidling, wo drei Flüchtlinge, junge Flüchtlinge randaliert haben, grundlos Kunden angestänkert haben, die Lebensmittel durch die Gegend geschmissen haben, auch Leute verletzt haben. Lass mich jetzt ganz kurz erklären, weil ich kenne einen der betroffenen Kunden, der dort attackiert wurde, weil er eben denen gesagt hat, sie sollen sie zusammenreißen und nicht mit Lebensmitteln herumschmeißen, sind dann dort auch die Kunden attackiert worden. Und was ist passiert? Es ist im Prinzip gar nichts passiert. Einer hat dann noch einen Polizisten attackiert, der ist dann ein bisschen in U-Haft gekommen. Die anderen beiden sind gleich auf freiem Fuß angezeigt worden, und weil das Fall dann publik geworden ist, hat dann die Polizei, vor allem die politische Polizeiführung der ÖVP, ein paar Schmähs ausgepackt und hat gesagt, jetzt wird ihnen die Abschiebung drohen. Das haben sie dann medial, haben dann alle Medien geschrieben, das stimmt nicht, mitnichten. Ja, es wird ihnen vielleicht der Aufenthaltsstatus aberkannt, aber das heißt nicht, die werden nicht abgeschoben. Die bleiben trotzdem hier, werden geduldet, und die Stadt Wien zahlt diesen Typen dann noch jeweils an Tausender im Monat aus, dass sie hier weiter randalieren können, weiter Leute verletzen können, anstatt dass man hier wirklich konsequent die Gesetze ändert, dass man solche Straftäter außer Landes bringen kann. Aber alle fordern jetzt mehr Polizei, wir müssen machen, was das Strafrecht hergibt. Nein, es muss auch Änderungen der Gesetze geben, stärkeres Strafrecht, leichtere Abschiebungen. Und das geht nur mit uns Freiheitlichen, und das wird mit keinem anderen funktionieren. Aber ihr habt es nicht gemacht, und jetzt haben wir nochmal... Wir haben ein Jahr und wurden aus der Regierung gepusht. Auch die jetzt in Meidling haben jetzt eine Anzeige, und die werden vom Richter vorgeführt. Und wer bedingt bekommen bleibt da. Wir wissen, wie es läuft, und gehen dann wieder tausender im Monat weiter zum Kriminellsein. Wir haben schon eine funktionierende Justiz, und sie werden nicht vorgeführt am Richter, und sie müssen sich dem verteidigen, was auch immer sie kriegen. Aber zur politischen Verantwortung möchte ich noch mal sagen, noch einmal, ihr wart in der Regierung. Ein Jahr, und dann wurde der Wiener ÖVP-Chef war Vizepolizeigeneral. Und dann denken wir, okay,
liebe FPÖ, liebe ÖVP, mit welchem Recht sagt sie irgendwas von politischer Verantwortung? Ihr hättet es in der Hand gehabt und habt es nicht gemacht. Bürgermeister Michael Ludwig hat sich jetzt überlegt, wie er als Wiener Bürgermeister dieser politischen Verantwortung nachkommen will. Und er hat gesagt, er wird die Mannstärke bei den Einsatzteams erhöhen. Einsatzteams sind jetzt keine Polizeiteams. Da muss der Leo Lugner schon wieder ein bisschen schmunzeln, wenn ich das sage, also, bevor es so, überhaupt aufhört. Entschuldige, führ noch aus, bitte. Die Einsatzteams gefallen Ihnen nicht. Also diese Teams, die dafür sorgen sollen, dass in der Bevölkerung das Sicherheitsempfinden wieder größer wird, dass man direkte Ansprechstellen hat. Keine gute Idee vom Bürgermeister Michael Ludwig. Völlig lächerlich. Er hat dann auch irgendwie darüber schwadroniert, dass er jetzt die Polizei unter Landeskompetenz stellen will. Das ändert doch alles nichts an der Grundproblematik, dass wir ein stärkeres Strafrecht brauchen, dass wir straffällig gewordene Asylwerber außer Landes bringen müssen und dass wir nicht in Wien, was der Ludwig macht, das ist ein Hauptgrund, warum es in Wien so zugeht, dass er noch weiter Geld auszahlt an Leute, die eigentlich nur mehr geduldet sind und die schon außer Landes gebracht werden sollten. Die kommen dann alle aus ganz Österreich nach Wien, weil er als einzige Bundesland denen noch Sozialhilfen auszahlt. Aber das, also, sind, jetzt das, eher sind, die langfristigen das sind die Probleme. Und wenn noch irgendwelche Lächerlichkeiten, kurzfristig irgendeine Ludwig-Polizeitruppe, was soll das? Das ist doch lächerlich. Der Verursacher des Problems ist, sagt dann, er will noch Geld für irgendwie zusätzliche Parteifreunde, die dann irgendwo angeblich für Sicherheit sorgen. Nein, das sind die kurzfristigen Themen, die einzigen, mit denen man es lösen kann, die setzen, diese schlagen wir freiheitliches Langen vor. Und es gibt hier keine Möglichkeit, mit einer anderen Partei das umzusetzen. Aber ich meine, ist das nicht so ein bisschen eine Soforthilfe für die Menschen? Weil wir können jetzt halt nicht Monate warten, bis das Gesetz umgesetzt ist. Da muss ich einem jetzt ins Wort fallen, das wird jetzt überraschen. Also ich finde den per se den Vorschlag vom Bürgermeister Ludwig nicht schlecht. Weil erstens einmal, wenn das ÖVP-Innenministerium versagt, ist es schon noch die Aufgabe, in einer Kommune zu überlegen, wie können wir in einer... Moment. Und es gibt ja abseits von Polizei gute Projekte, wo man sagt, was das subjektive Sicherheitsgefühl erhöht. Zum Beispiel, dass man halt, keine Ahnung, Security in der U-Bahn hat. Oder dass man so Awareness-Teams hat, die quasi in einer Art sichtbar in der Straße gehen oder bei Hotspots gehen und dort mit den Menschen in Kontakt treten und schauen, wo es Probleme gibt. Ich weiß nicht, weil die Gastronomie vielleicht schon lange offen hat. Die Sozialarbeiter verschlingen Millionen in Wien und sind zusätzliche Voyeure, die das Problem in Wahrheit noch verschlimmern als verbessern. Wir haben zum Beispiel im 7. Bezirk ganz was Simples, ist ein grüner Bezirk, dass dort wo es natürlich auch in einem Bezirk, wo es viel Gastronomie ist, im Sommer sitzen alle draußen, da gibt es auch Anrainer, die dort schlafen wollen und, dass es da Menschen gibt, die versuchen natürlich auch im Vorfeld mögliche Konfliktpotenzial abzufedern. Und natürlich kann man das auch im 10., im 21. überall machen. Der Bezirk mit dem geringsten Ausländeranteil ist der 7. Bezirk, das sind lauter linke Bobos. Ja, da funktioniert das vielleicht, wenn der Sojasören ein bisschen zu laut ist unten im Kaffeehaus. Leo Lugner sagt, dass es im grün geführten Bezirk funktioniert. Das kannst du vergessen. Aber wir sind uns ja einig, im grün geführten Bezirk funktioniert das. Aber schön, dass du das auch so siehst. Nein, das ist nicht so. Aber ein bisschen muss man da dran halten. Ich glaube tatsächlich, dass es am Räumerplatz vielleicht wirklich ein bisschen schwieriger sein dürfte, hier für Ruhe zu sorgen, absolut, eben mit solchen Einsatzteams. Aber ich wollte sagen, es gibt auch Möglichkeiten, die eine Kommune hat, um... Ich sage ja nochmal, die Security in Wiener Linien, das bringt schon was, wenn die in den U-Bahnen mitfahren. Und natürlich hat auch eine Kommune eine Möglichkeit, abseits der Polizei, mit Menschen, man hat ja das auch in den Gemeindebauten zum Beispiel, die dann quasi versuchen zu kalmieren, zu reden und zu schauen, wo ist ein Brennpunkt. Und wenn es nicht mehr geht, natürlich dann die Polizei informieren. Man muss schon sagen, es ist eine alte, streitliche Forderung, eine Stadtwache zu machen, wo man dann alle Kapperlträger in Wien zusammenfasst, die Parkraumüberwachung machen, aber auch jene, die Sicherheit in der Wiener U-Bahn. Die brauchen keinen Kappeltraum bei 30 Grad. Die können auch zivil sein, ist eh klar. Okay. Ja. Dass man da zusätzlich was Vernünftiges auf die Beine stellt. Eine Stadtwache ist eine alte freiheitliche Forderung, aber ich weiß, wenn Ludwig jetzt das angreift, wird das Ergebnis sein, dass wir weitere Sozialarbeiter haben, die ein bisschen in den Parks mit den Jugendlichen spielen, viel Geld kosten, aber der Sicherheit in Ich will Ludwig nicht verteidigen, aber der Kickl war Innenminister und nicht der Ludwig. Ja, bitte, das bringst du jetzt zum 100. Mal. Ja, er ist nach einem Jahr aus dem Amt geputscht worden, wir konnten
das feindliche Regierungsprogramm nicht umsetzen. Das ist ja völlig. Aber ich glaube, wir haben einen kleinen gemeinsamen Nenner gefunden. Das ist jener, dass die Sicherheit in Wien insbesondere erhöht gehört und dass wir definitiv hier ein großes Problem haben, welches gelöst werden soll. Das Problem jetzt im Sommer ist das eine. Im Herbst, wenn die Schule wieder angeht, ist es das nächste Problem, was auf uns zukommt. Auch in Schulen müssen wir mehr fürs Thema Sicherheit sorgen. Was sind denn da für Sie, Herr Arsenovic, ganz wichtige Punkte, wo man sagen muss, hier in der Schule, so kann es nicht weitergehen. Wir haben gerade heute auf OE24 die Meldung, es herrscht Alarmstufe Rot auch in den Kindergärten, weil viele junge Kinder durch den Familiennachzug jetzt nach Wien kommen, die einfach nicht mehr genug Betreuung finden, beziehungsweise dass auch die Pädagoginnen und Pädagogen verständlicherweise an ihrer Belastungsgrenze sind. Die Lehrer jammern seit Jahren mittlerweile, dass es immer schlimmer wird, und jammern darf man da eigentlich gar nicht mehr sagen, weil die regen sich zu Recht auf. Und es sind vor allen Dingen auch die einheimischen Kinder, jene Kinder, die sich gut integriert haben, die immens unter dieser Situation leiden und bei denen großer Bildungsverlust dann herrscht durch die Situation. Was soll man da jetzt machen? Sie haben es gesagt, in dem Fall ist es die Verantwortung vom NEOS Wiederbürgermeister, vom Christoph Wiederkehr, der für die Bildung in Wien verantwortlich ist. Und ja, es funktioniert nicht gut. Wir haben zu wenig Schulklassen, wir haben zu wenig Schulen, wir haben zu wenig pädagogisches Personal, wir haben kaum Psychologinnen für den Dings. All das wissen wir schon lange, dass das passieren wird. Da ist viel zu wenig passiert und da müssen wir einfach mehr Druck machen und da muss die Stadt wirklich mehr tun, sowohl in der Infrastruktur, es sind viel zu wenig Klassen, ja? Die Klassen sind in einem schlechten Zustand, wir haben das während der Covid-Zeit gesehen mit Lüftungen und kaum klimatisierte Klassen. Aber wir haben natürlich viel zu wenig pädagogisches Personal und kaum psychologisch geschultes Personal. Also das heißt, für Sie ist eine Lösung, dass man sagt, definitiv bei den Lehrern aufstocken, mehr Lehrer in die Klassen rein. Wie schaut es da aus mit vielleicht irgendwie wirklich kulturellen Vermittlern, quasi Mediatoren in den Klassenzimmer, die hier auch versuchen, Kulturunterschiede auf eins zu bringen? Menschen, die in Pädagoginnen sind und aus mehrsprachig sind, und ist ja nur ein Vorteil in dem Fall. Natürlich, jeder, der, also man muss die Lehrerausbildung... ein Vorteil schon, aber für die österreichsprachigen Kinder ist es dann schon noch ein bisschen schwierig, wenn jemand, die Lehrerin dann jemand, der pädagogische Ausbildung auf einer österreichischen Uni studiert, als Lehramt studiert, wird wohl so gut Deutsch können, dass das ausreicht. Ich nehme schon an, wenn man fünf Jahre studiert, dass das so ist. Und wenn diese Person eine zweite, eine dritte Sprache spricht oder durch die Eltern einen anderen kulturellen Background hat und das zum Vorteil nutzt, dann ist ja das ein Vorteil. Und das ist ja was man nutzen sollte. Und ich sehe das positiv. Ja, das ist ein Fass ohne Boden. Natürlich kann man jetzt diesen Familiennachzug für gegeben nehmen und jeden, der mit einem Zettel aus Afghanistan oder aus Syrien daherkommt und sagt, ich habe 5, 6 Kinder, die dürfen jetzt alle kommen, es wird dann abgestempelt. Aber war nicht sogar die FPÖ für Familienzuzug? Wird nicht einmal überprüft, da gibt es keinen DNA-Test, nichts, und da kommen jetzt noch hunderte Leute nach, Zweit- und Drittfrauen, alles wird hier nach Österreich gebracht. Die Möglichkeiten haben wir nicht, das Schulsystem so aufzustellen, so viele Möglichkeiten, dass man Lehrer, so viele neue Lehrer ausbildet, haben wir gar nicht. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir möglichst rasch diesen Familiennachzug stoppen. Erstens einmal grundsätzlich, dass das in dieser Form gar nicht mehr geht, und jetzt die den Antrag stellen, dass man das genau prüft, dass es da DNA-Tests gibt. Sind das überhaupt die Kinder? Sind das die Eltern, die da irgendwer nachholen will? Ist der auch wirklich so alt, wie er angegeben hat, oder hat er hier schon betrogen und die Behörden belogen? Und jeder, der nur irgendwo die Behörden belogen hat, kann gleich wieder nach Hause fahren, nach Syrien. Und dann muss man auch schauen, herrscht dort Krieg überhaupt, wo man die Leute herholt? Syrien ist weitgehend befriedet. Da gibt es gar keinen Grund, dass da noch irgendeiner zu uns kommt. Ja, aber sogar die FPÖ ist ja dafür, dass sie sagen, prinzipiell ist ja Familienzusammenführung eine gescheite Sache. Ist ja sogar ein FPÖ-Thema. Ja, das stimmt zwar nicht. Dass die das System ausnutzen, dass man sich das nicht gefallen lassen kann, bin ich zu 100% bei dir. Aber wir lassen keine Zweit- oder Drittfrauen. Also das ist wieder typisch FPÖ-Sprech. Nein, aber genau so passiert es. Da kommt irgendeiner mit einem Papier und sagt, ich hätte gerne mehr Zweit- oder Drittfrauen. Und wer soll das überprüfen? Ja, genau, das ist die Familienzusammenführung. 7 Kinder. Natürlich. Na, das wird natürlich das Sozialsystem sprengen. Ist eh klar. Und der Staat kann das nicht mehr stemmen. Und deshalb muss man hier jetzt einmal wirklich einen Riegel vorschieben und die Gesetze ändern und die ganzen Vorgaben restriktieren. Umsetzen. Einen Riegel vorschieben muss auch ich jetzt, aber nur ganz kurz. Wir machen eine kleine Werbepause, kommen dann zurück mit einem anderen Thema. Unter anderem wird es ein bisschen außenpolitisch werden und wir schauen uns die Gefahrenlage für Politikerinnen und Politiker an, denn die leben derzeit auch ziemlich im Fokus, nicht immer nur von Menschen, die es gut mit ihnen meinen. Fellner Live, die großen Interviews, aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live, nur
auf OE24TV. Es ist noch nicht mal eine Woche her, seitdem Donald Trump gerade mit viel Glück und, wie er selbst sagt, Gottes Hand, ein Attentat auf ihn überlebt hat. Genau das ist jetzt auch das Thema in diesem Teil von Fellner Live, wo ich einmal mehr meine beiden Diskutanten hier im Studio begrüßen darf. Auf der einen Seite Hans Arsenovic von den Grünen, auf der anderen Seite Leo Lugner von der FPÖ. Ja, wie gesagt, Donald Trump überlebt ein Attentat und das sorgt weltweit für Schlagzeilen, denn das ändert die politische Situation in den USA gewaltig, aber auch in ganz Europa, auf der ganzen Welt eigentlich verfolgt man jetzt, dass Donald Trump sich zunehmender Beliebtheit freut. Selbst die Republikaner selbst, wo es ja einige Kritiker in ihren eigenen Reihen gegen Donald Trump gegeben hat, zeigen sich einig wie nie. Und selbst auch Donald Trump zeigt sich geläutert und sehr, sehr demütig nach diesem Attentat. Da darf ich gleich bei Hans Arsenovic anfangen. Was hat denn dieses Attentat auf Donald Trump verändert? Stürzt das Biden jetzt mehr und mehr in die Krise, weil er ohnehin schon angeschlagen ist durch seine Gesundheit? Stärkt das Trump? Ist die Bildsprache tatsächlich so stark, dass die Amerikaner immer mehr zu Marketingopfern werden und sich durch diese Bilder jetzt beeinflussen lassen? Und vor allen Dingen, kann Donald Trump tatsächlich die Wahl gewinnen? Also zunächst einmal, wie ich das mitbekommen habe, ich war entsetzt. Also ich war wirklich entsetzt. Ja. Und jetzt bin ich weit davon entfernt, ein Republikaner zu sein oder ein Fan von Donald Trump. Aber dieses Ausmaß, was unsere Gesellschaft erreicht hat, gibt man doch sehr zu denken, wirklich sehr zu denken. Ja. Wir schaffen es in Amerika natürlich, die immer ein bisschen voraus sind, die es geschaffen haben, ein Land zu spalten, wo es zwei Lager gibt, die nicht mehr miteinander reden, wo Hass aufeinander da ist und dann in den extremsten Auswüchsen sowas dann passiert. Ja. Übrigens, kleiner Sidestep, betrifft uns zwar ja auch, ja, auch wir müssen uns zusammenreißen. Ich merke es ja auch auf den Fußballplätzen, dass auch in Österreich das langsam beginnt. Man ist entweder oder, nicht mehr sowohl als auch. Man kann immer schwerer miteinander reden. Ich wäre angesprochen als Grüner, manchmal nicht sehr nett, um das jetzt zu sagen. Und wahrscheinlich geht es an Blauen genauso, wenn er im Siebten vielleicht ist, keine Ahnung. Aber da müssen wir, vor allem FPÖ und Grüne, auch dagegen arbeiten, dass man nicht in so einer Gesellschaft wohnen wollen, wo man nicht mehr miteinander reden kann und wo dann solche Auswüchse passieren. Gewalt ist dann die Spitze gegen Politiker. Wir erleben es in einer verbalen Gewalt. Ich kriege E-Mails wirklich nach jeder Sendung, auch wahrscheinlich nach der heutigen, die wirklich arg sind. Umgekehrt vielleicht auch. Und das ist das, was man sehr zum Nachdenken gibt, wo wir wirklich einiges zum Tun haben und wo wir alle, vor allem die politisch aktiv sind, uns bei der Nase nehmen sollten und sagen, das wollen wir. Vor allem auch die Medien, die man hier in eine Pflicht nehmen muss. Trump wurde in den USA, aber auch in Europa und in Österreich dämonisiert. Er wurde als antidemokratisch, als Diktator, als jemand, wenn der die Wahl gewinnt, geht die Welt unter, wird Amerika kaputt gehen, dargestellt. Und dass diese Berichterstattung hat natürlich bei irgendwelchen Leuten, die nicht ganz dicht in der Birne sind, zum Auswuchs, dass die dann vielleicht zur Waffe greifen, zur Gewalt greifen. Ich erlebe es beim Bezirksparteiobmann Freiheitlich in Mariahilf, ähnlich wie der 7. Bezirk. Wenn wir ein Standl machen, ist es mindestens einmal an einem Standl, dass wir beschimpft werden. Es kommt oft vor, dass wir attackiert werden. Und das sind in dem Fall keine Migranten, sondern das sind Linke in Österreich, die einen irrsinnigen blinden Hass auf Freiheitliche haben, die ja eigentlich grundsätzlich eine volldemokratische Partei sind, uns Antidemokratie unterstellen, die uns dämonisieren und mit extrem viel Hass begegnen. Das ist ein Riesenproblem. Ich glaube auch, dass hier mit eins spielt, dass politische Straftaten, vor allem wenn sie von links kommen, in Österreich nicht verfolgt werden. Es ist so, wenn wir eine Veranstaltung machen, ein Straßenfest, wird der Wirt mittlerweile bedroht, dem wird gesagt, der darf da nicht mit uns gemeinsam ein Fest machen. Zuletzt war es im 5. Bezirk so, dass die Wirtin dort Drohanrufe bekommen hat, dass das Schloss verpickt wurde. Und was habe ich dann von den Polizisten dazu gehört, die ich natürlich sofort interviewt habe? Die haben mir dann gesagt, naja, das Schloss ist zugepickt, das ist ein Bagatelldelikt, da können wir nicht wirklich ermitteln, wenn keine Morddrohung am Telefon ist, sondern nur eine Drohung, dass das Lokal boykottiert wird. Da kann man nicht
nichts machen, da wird zugesehen. Das, also diese Form dieser linken Gewalt wird in Österreich überhaupt nicht verfolgt und in den USA ist das ähnlich. Die Antifa marschiert auf, attackiert Leute, attackiert die Polizei und das Problem ist, dass die Medien dann immer mit diesen Linksextremen sympathisieren und dann mit denen da teilweise gemeinsam. Ich glaube, hier muss man sagen, vice versa passieren hier auf beiden Seiten der Politik. Dasselbe. Du sagst links, du sagst Antifa, die bösen die Medien, die nur gegen rechts sind und für links. Und jetzt kann ich, ich könnte jetzt genauso argumentieren, ich könnte sagen, aber die aufs Kapitol gestürmt haben, waren schon Republikaner und die sind leistet. Also, aber nur, ich, nur genau das, was ich vorhin gesagt habe, das mir, genau das bringt uns nicht, das genau das bringt uns nicht weiter. Aber ist das nicht eigentlich genau eben das Thema Hetze, was wir hier erleben und dass die Gangart in der Politik immer härter wird, sowohl bei den Wählerinnen und Wählern gegenüber den Politikern, dass sie die mit wesentlich weniger Respekt als wie früher behandeln, auf der anderen Seite aber auch, dass die politischen Aktionen immer härter werden. Wir haben jetzt gestern gerade erst erlebt, oder vorgestern beziehungsweise schon, dass Ursula von der Leyen einen Boykott gegen Viktor Orban erlassen hat, was ja auch eine sehr harte politische Sprache gegenüber Ungarn ist, reißen wir uns damit den nächsten Streitpol jetzt innerhalb der EU? Weil er für Frieden einsetzt, das muss man sich mal vorstellen. Viktor Orban ist definitiv nicht auf Seite Putins. Und das ist auch das, was uns immer unterstellt wird. Uns Freiheitliche, wir sollen dämonisiert werden, wir werden Freunde Putins. Jetzt sage ich, aus der Parteigeschichte, aus der Tradition eines deutschen nationalen Lagers sind wir definitiv keine Russenfreunde, im Gegenteil. Aber was wir wollen, ist Frieden in Europa. Wir wollen keinen Krieg mit Russland, einen sinnlosen Krieg. Und das sehe ich, verorte ich auf der einen Seite bei den EU-Bonzen, aber auch bei linken Politikern, die Grünen eher in Deutschland, da sind nicht so die Grünen in Österreich, sondern die Grünen in Deutschland, die da wirklich einen Krieg mit Russland herbeireden wollen. Das ist ja schrecklich. Und Orban setzt sich für Frieden ein und wird dann von der Leyen dementsprechend hart sanktioniert. Das kann doch bitte nicht sein. Frieden muss das Wichtigste auf der Welt sein. Und Frieden kann nur funktionieren, indem man diplomatische Verhandlungen setzt, indem man sie auf den Tisch setzt und am Frieden verhandelt und nicht in Aufrüstung der Worte, in Aufrüstung der Waffen und mit Kriegen. Das kann nicht funktionieren, auch wenn Putin hier definitiv den Angriffskrieg gemacht hat, Kriegsverbrechen begeht und begangen hat. Trotz allem muss es mit ihm Frieden geben und es kann für Europa nur schlecht sein, wenn wir in einen Krieg mit Russland ziehen. Ich meine, so ganz Russland wegleben nehme ich nicht ab. Ich kenne die Bilder, wie er da, wie die FPÖ da in Moskau. Und der Van der Bellen war genauso Moskau, bei Putin. In Moskau da war, wie man die Verträge gemacht hat, die Abhängigkeit von Gas. Also gemacht. So ganz, immer im historischen Kontext, im historischen Kontext der Zeit sehen. Ja, ja, damals war es super, mit Russland zu reden. Und jetzt auf einmal ist der Russe böse. Und nein, aber die anderen haben den Putin nicht getroffen. Wir haben nur natürlich ein anderes Thema, weil die Angriffsfrage war ja eine andere. Deswegen muss ich jetzt den Bogen wieder zurückspannen. Ich bin jetzt seit 20 Jahren politisch aktiv und ich sehe es auch so, dass man sowohl in der Öffentlichkeit, dass viel stärker polarisiert wird, ich werde viel stärker angegangen, die Diskussionen werden unguter manchmal, wo ich mich früher liebend gern Diskussionen gestellt habe, habe ich manchmal jetzt das Gefühl, dass ich mir denke, so, es bringt jetzt nichts. Und das tut mir sehr leid, weil ich einer bin, der wirklich gerne redet und mit allen gerne deshalb redet. Deshalb sitzt du ja auch heute hier. Aber ich merke, es wird schwierig. Manchmal habe ich dann schon selber ein ungutes Gefühl und denke mir, okay, die sind jetzt auch gesoffen, jetzt solltest du eigentlich lieber gehen, weil ich merke diese Aggressivität, die immer größer wird. Das passiert. Und leider passiert das natürlich auch in der politischen Zusammenarbeit, dass es immer nur gibt, da entweder oder, die haben Recht und die haben Unrecht, es gibt nur noch Schwarz oder Weiß, es gibt nichts mehr dazwischen, viel weniger Diskussion auch untereinander und das ist schade, weil das natürlich schon der Nährboden ist, was dann in der Bevölkerung ankommt. Und nur einmal, und da müssen wir uns alle auch bei der Nase nehmen, ich möchte das schon einmal sagen. Der Leo Lugner hat jetzt aber schon ein bisschen das Bild gezeichnet, die FPÖ, die rechten Parteien auch innerhalb von Europa, mehr für den Frieden, Orban, der große Friedensstifter, die Grünen, die großen Kriegstreiber, das also, sage ich jetzt einmal ein bisschen überspitzt. Also ich möchte nur ein Wort zu Orban sagen. Und ich meine, wenn er es ernst gemeint hätte, hätte er sich ja vorab abstimmen können mit den Leuten. Er hat mit niemandem gesprochen. Er ist ein Narziss, er ist selbstverliebt, es geht um Erben, er will die Nationalen. Ich meine, und nicht zufälligerweise wurde ja dann auch die Fraktion gegründet, wie der Nationalen Patrioten, oder wie heißt die Fraktion? Also dass man sagt, er agiert jetzt als europäische Friedenstaube, ja, ist wirklich, gebitte, hör auf jetzt. Hör auf, gebitte. Der sagt das ohne zu lachen. Nein, Es geht nicht um einen starken Ungarn, es geht nicht um eine starke Nation. Nein, er
vielleicht sollte man mir einen Friedensnobelpreis vorschlagen, vielleicht wäre das eine Idee. Wäre besser, bis dato wurden die Friedensnobelpreise beispielsweise an Obama vergeben, der auf der ganzen Welt angesetzt hat. Wenn er es ernst gemeint hat, warum hat er sich nicht abgestimmt? Warum hat er sich nicht mitgebracht? Weil es wahrscheinlich torpediert worden wäre von Leuten wie von der Leyen. Dann hätte er zumindest reden können. Naja, natürlich wäre das passiert. Weil die Europäische Union keinen Frieden will, weil man Krieg will. Ja, sonst hätte natürlich. Ich will keinen Krieg. Ich weiß nicht, wer in der Europäischen Union. Ich habe es nicht unterstellt. Die Europäische Union in der Europäischen Union, ja, selbstverständlich. Niemand will bitte, Krieg, bitte. Schau dir an, deutsche, grüne Krieg. Minister treten im Bundesheer und die Bundeswehr Uniformen auf. Es sind Bilder, die man früher nicht gesehen hat. Die Gange, die politisch auf jeden Fall wirklich einen Ton stärker gewesen, wenn schon nicht Viktor Orban den Frieden bringt, könnte ihn Donald Trump bringen. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Senowitsch? Also ich glaube, dass der Druck auf den Kriegstreiber, und das sind wir uns ja hoffentlich einig, dass das eindeutig Putin ist, und der hat es in der Hand, dass der Krieg morgen aus ist. Der ist die einzige Person, der es in Wahrheit in der Hand hat. Nur er hat es in der Hand, sonst eigentlich niemand. Dass auf den der Druck erhöht wird, dass alle versuchen, den Druck auf ihn zu erhöhen und dass man vielleicht auch abgestimmt Gespräche führt. Ja, bin ich dafür, abgestimmt Gespräche. Aber nicht jeder sein Ego befriedigt und da jetzt irgendwie in der Weltgeschichte um einen Dummfried und Friedensdorf spielt. Es wird Kompromisse auf beiden Seiten geben. Es wird welche Russland, Kompromisse? Putin, der hat, Putin wird... Putin der hat ein Land angegriffen, die wehren sich. Welche Kompromisse? Beispielsweise, du kannst doch nicht daran glauben, dass jetzt wir den Donbass wieder als Europäische Union für die Ukraine zurückerobern. Da kommt wer in deinen Garten, du wehrst dir und dann sagt man, du sollst einen Kompromiss machen, was sollst du dem Teufel Garten geben oder sollst du sagen, der Himbeerstrauch gehört jetzt dir, aber dafür haben wir auch. Sinnloses Sterben weiter produzieren. Ach, natürlich muss man das am Verhandlungstisch machen. Ansonsten haben wir einen Krieg. Die Ukraine haben jedes Recht, sich zu wehren, da trinkt wer ein in ihr Land. Trotzdem muss man sie, Kinder um und die wehren sich. Frieden geben und der wird diplomatisch funktionieren. Die Ukrainer können den Krieg nicht beenden. Wie soll die Ukrainer den Krieg beenden? Ja, am Verhandlungstisch mit den Russen. Anders wird es nicht funktionieren. Du wirst nicht glauben, dass man ewig noch Waffen dorthin hinschickt und dass junge Soldaten auf ukrainischer Seite sterben. Was sollen die Ukrainer machen, sinnlos. Um den Krieg zu beenden? Junge, können nichts. Der Einzige, der es kann, ist der Putin. Am Verhandlungstisch, sonst wird er es nicht machen. Ja? Der wird es freiwillig nicht tun. Deshalb muss man mit ihm verhandeln. Ja, man muss ihn unter Druck setzen. Aber man muss ihm auch ein bisschen Benefit auch in Aussicht stellen, wenn er den Krieg beendet. Ja, dann werden die Sanktionen vielleicht einmal wieder beendet, wenn es den Krieg beendet. Ja? Aber das wird nur am Tisch funktionieren. Anders wird es nicht funktionieren. Mit Waffen und mit weiteren Sterben wird es nicht funktionieren. Ich glaube, dass leider mit Rechten bei Ihnen. Und es ist so skurril, dass wir Freiheitliche als Rechtsparteien jetzt Frieden wollen und ihr Linken weiter Krieg wollt und weiter, dass Leute sterben. Nein. So absurd. Wir wollen, dass er aufhört. Ja, fertig. Und das wird nur am Verhandlungstisch passieren. Ja, wo denn sonst? Wie soll denn sonst der Krieg aufhören? Bevor hier noch der Krieg richtig eskaliert, wollen wir vielleicht ein bisschen das Thema wechseln. Schauen wir ganz kurz am Ende der Sendung noch einmal in den innenpolitischen Bereich. Der Hans Senowitsch hat das vor Beginn der Sendung so ein bisschen scherzhaft gesagt. Es ist noch 2 Monate bis zur Wahl und irgendwie merkt man davon nichts. Läuft der Wahlkampf ein bisschen zu schleppend, ein bisschen zu langsam? Wobei, in Wahrheit müssen wir eigentlich sagen, die meisten Schlagzeilen macht von den Grünen die Lena Schilling. Ja, also ich meine, ich bin selbst überrascht, weil ich es ja nicht mein erster Wahlkampf und dann setze ich mich gestern hin und denke mir erst, es ist eigentlich in 2 Monaten Wahl. Aber vielleicht ist es wegen dem Hitzesommer so, dass das irgendwie, wir werden diesmal vielleicht gar nicht schlecht einen sehr kurzen und sehr intensiven Wahlkampf haben, der wahrscheinlich erst ab Mitte August und das letzte Monat im September stattfindet, vielleicht gar nicht schlecht. Aber ich habe mich nur selbst ein bisschen überrascht, dass sehr wenig über das diskutiert wird und in der öffentlichen, also ich merke in der Bevölkerung, dass da noch gar nicht das Gespür da ist, dass wir eigentlich bald wählen und eine große, wichtige Wahl haben. Aber um es jetzt sinnbildlich mit dem Sommer zu sprechen, müssen die Grünen da mit einem Betonklotz am Bein in Form von Lena Schilling in den Wahlkampf hineinschwimmen, weil der zieht natürlich schon gewaltig nach unten, was diese ständige negative Berichterstattung berichtet. Ja, aber gerade dieser Sommer zeigt ja, diese Hitze in dieser Stadt zeigt ja, dass die Grünen da nicht ganz Unrecht hatten, dass es notwendig ist, gegen die Klimakatastrophe anzukämpfen, dass es notwendig ist, alle Maßnahmen zu setzen, damit wir auch in dieser Stadt bei 50 Tagen über 30 Grad gut leben können, damit wir das tun, damit wir unsere Wirtschaft unterstützen bei dieser Transformation. Das zeigt ja, dass die Grünen da recht gehabt haben. Und ich hoffe, dass das auch am
Ende September die Bevölkerung so sieht. Hat die FPÖ ein bisschen den Klimawandel verschlafen als politisches Thema? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, dass wir Freiheitliche grundsätzlich immer auf Heimatschutz, also Umweltschutz gesetzt haben und dass man schon sinnvolle Maßnahmen setzen muss, um das dem Klima nicht zusätzlich zu schaden. Aber das, was ich in der allgemeinen Debatte hier immer sehe, ist eine völlig verlogene Maßnahmensetzung, die auch von Seiten der Grünen gemacht wird. Ganz Wien, und das jetzt seit nicht mehr in der Stadtregierung, aber vor kurzem war es noch, ganz Wien ist eine Großbaustelle, wenn man irgendwelche Grätzeln fürs Klima verändern möchte. Also ich glaube, das ist völlig kontraproduktiv, was da passiert. Und wenn ich heute auf die Marienhilferstraße schaue... Ein großer Teil der Baustelle ist, weil es zu heiß ist und weil der Asphalt aufbricht und wenn man was tun muss. Nein, weil die Grätzeln umgestaltet werden. Ja, überall, also und überall jetzt. Alles wird klimafit umgestaltet und das ist genau kontraproduktiv. Der Umstieg auf die Elektromobilität ist auch kritisch zu sehen. Es ist so, dass völlig unklar ist, wie lange wir diese Fahrzeuge verwenden können, wie es dann weitergeht mit der Entsorgung der Batterien, der Akkus. Das ist alles ein Riesenthema, was wir hier natürlich aufmachen aber können. Aber wenn ihr nichts verändern wollt, was soll dann passieren? Was ist dann euer Ansatz? Und das nächste große Problem ist natürlich die Überbevölkerung. Wenn ich Millionen an Menschen nach Österreich, das muss auch einmal gesagt werden, hereinholen will, wird es natürlich so sein, dass das fürs Klima auf keinen Fall gut ist. Nein, natürlich, weil jeder Mensch natürlich dementsprechend für den Umweltschutz nicht positiv ist. Das ist einmal so. Und ich sage jetzt mal, da muss man anders ansetzen, als das, wie es die Grünen machen. Wie zum Beispiel? Ihr Vorschlag, wie kriegen wir den Klimawandel in den Griff? Durchaus sehr verlogen. Wie man nicht in den Griff kriegen ist, indem wir... Wie man es in den Griff kriegen, nicht, wie man es nicht in den Griff. Ja, das, aber was, wie, eure Lösungen sind die falschen Lösungen. Das muss man ja schon einmal. Also, die Stadt zu kühlen, mehr Grün zu machen, mehr Baum zu pflanzen, ist die falsche Lösung? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das Richtige. Das ist, wie gut oder wie schlecht funktioniert denn jetzt eigentlich auf den letzten Metern die Zusammenarbeit zwischen den Grünen und zwischen der ÖVP in der Regierung? Kann man sich da zufrieden zeigen mit den beiden Parteien oder gibt es da viel Kritik? Frage ich mal bei der Opposition nach. Ja, eine Katastrophe, so wie man sieht. Man nimmt das ja eh wahr. In Wahrheit ist da die Luft draußen. Aber weil man festklammert an den Jobs und an den Posten, gibt es hier keine Neuwahl, keine verfrühte. Jetzt hat er vor einer halben Stunde gesagt, wie traurig er ist, dass die FPÖ in der Regierung da rausgekickt worden ist nach einem Jahr. Aber es funktioniert ja nicht, es wird ja nur Chaos. Man muss hier schon, dass die Grünen hier nicht aus der Regierung gehen, das verstehe ich, weil ihr setzt mehr um, ihr führt die ÖVP am Nasenring durch die Manege. Das muss man euch positiv zugute halten. Ja, zumindest die Leonore Gehwessler. Führt den Nehammer am Nasenring durch die Manege. Eine Stunde gesagt, ganz traurig, ihr wart nur ganz kurz in der Regierung, weil ihr seid da, wie habe ich es gesagt, da hat Chaos gegeben und ihr seid da geputscht worden und böse ÖVP war da. Das ist jetzt die einzige Regierung seit langem, ich kann mich gar nicht erinnern, auf Bundesebene, die eine ganze Periode durchgehalten hat, wo die Wähler gesagt haben, bitte, vieles Positives erreicht. Die Leute können sich das Leben nicht mehr leisten, die Sicherheit geht drauf. Also wer Veränderung will, das wird man nur mit uns Freiheitlichen haben können. Ja, wir sind leider schon am Ende unserer Senderzeit angekommen. Die beiden hätten sich noch viel zu sagen. Die Meinungen, die gehen da schon hart auseinander. Wird auf jeden Fall ein heißer Politsommer werden. Ich freue mich, wenn wir euch beide erneut im Studio begrüßen dürfen innerhalb dieses Sommers und mit euch noch viel darüber sprechen dürfen, wie die Innenpolitik, aber auch die Außenpolitik und auch die Politik hier in Wien ausschaut. An Sie zu Hause herzlichen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten und auch vielleicht die eine oder andere wichtige Information oder interessanten Denkanstoß mitnehmen können. Bleiben Sie noch dran, wir haben noch einiges für Sie vorbereitet in den kommenden Sendungen. An dieser Stelle einen schönen guten Abend von mir und viel Spaß mit dem weiteren Programm auf OE24 TV.